So Leute, auf ein neues. Ja, Gorbul muss jetzt endlich besiegt werden. Ich habe jetzt nicht gelevelt, ich will ihn so packen. Ich habe nicht aus meinen Fehlern gelernt, sozusagen. Ja, nee, ich werde ihn so packen. Ich werde nämlich auch mal sehen, wie viel mein Orkan-Tornado letztendlich an Schaden bei ihm macht. So, wie du mir, so ich dir sozusagen. Du denkst, du bist super schlau, bist der Einzige mit Orkan-Tornado. Boah, 757 Schaden. Jetzt kommt er natürlich auch direkt ab, ne? Ist klar. Ach ja, Leute. 757 Schaden der Orkan-Tornado. Das muss man sich mal geben. So, dann machen wir gleich auch nochmal einen drauf. Weil der scheint ja gut was zu bringen. 533, ja, nicht schlecht, Herr Specht. So, und dann schauen wir mal, was da noch so kommt, wenn wir ihn hier besiegt haben. Auf jeden Fall bist du deutlich stärker als dein toter Bruder. Sehr, sehr krank, muss man ganz klar dazu sagen. Nee, Hitzeblitz trifft mich von dir mit Sicherheit nicht. Ich weiß ja nicht, auf welchem Level er ist. Wenn er stärker gelevelt ist als meiner, oh, dann Heidewitzke. Nochmal. 601. So. Und dann nochmal den Speer drauf. Ja. So. Und noch einmal den Orkan-Tornado. Boah, 800. Übertrieben. So, jetzt noch mal ein schönes Blättchen drauf. Ja, das ist gut. Das ist ein richtiger Mutant. Richtiger Mutant. So viel Schaden macht man dem und das nutzt alles nichts. Aber diesmal bist du, glaube ich, da. Wenn ich jetzt noch eine Orkan-Tornado drauf packe, 859. Also, ach du Scheiße. 111. So, da müssen wir nachlegen. Wir haben keinen Nektar mehr. Honig lohnt sich aber noch nicht. Gut, dann kommt ein Krafthauch auf mich. Und nochmal einer am besten. So, 469. Ach ja, ja, der ist auf eine andere Art und Weise genauso krank, wie Vulgor, das Original. So, den mache ich auch nochmal platt. Auch nochmal ein Orkan-Tornado auf seine Herzkammer. Ja, und jetzt hat's geklappt. Boah, 189 hat er mir abgezogen. 189 hat er mir mit dem Hitzeblitz abgezogen. Leute, das war wieder übelst knapp. So, ich hoffe, da kommt keiner mehr nach aus deiner Familie. Oh, du bist eine Plage, ey. Eine Plage dieser prähistorischen Welt. Ja. Genau. Ja, ist gut. Ups. So, und was ist hier? Was hast du im Kokon? Das Wagenrad. Ja, super. Und damit sind wir hier eigentlich fertig. Wow, Leute, das war wieder ein kranker Kampf gewesen. Gut, dass wir wieder aufgelevelt haben. Also du levelst immer einmal auf beim Boss. Wenn du den Boss besiegt hast, dann levelst du halt einmal auf, was ich auch gut finde. Ja. Aber nee, habt ihr gesehen, ich habe teilweise 859 Schaden gemacht und der hat das einfach so weggesteckt. Völlig kranker Steroidkäfer. Also richtig, richtig daneben. Ja, jetzt könnte ich mir natürlich auch ein Blatt holen. Das habe ich in meine Heil-Items mehr oder weniger aufgebraucht. Wir gehen natürlich noch einmal hier hin und schauen, was dieser Typ hier, der am Rand zur zweiten Welt von Antika lebt, was der hier hat. Der hat auch keine neuen Sachen mehr, aber nochmal neue Zutaten. Die möchte ich schon gerne kaufen. Die sind, wie gesagt, relativ billig hier in dieser Welt. Ja, Lehm auch nochmal gut weghauen.
Und ebenfalls die Asche. So, und dann sind wir... Genau, Wasser brauchen wir. Dann sind wir jetzt aber gut ausgerüstet. Haben genügend Krallen. Auch auf jeden Fall nochmal den Spielstand speichern. Auch wenn jetzt noch... Wenn jetzt kein Boss mehr kommt in dieser Welt, Leute. Aber wir müssen ja trotzdem noch einmal zum Vulkan. Denn wir brauchen ja noch ein Ventil. Dort finden wir das Ventil. Ja, und ich habe nicht vergessen, dass ich euch natürlich auch noch das Secret zeigen muss aus Antica, was ich erst euch nicht zeigen konnte, weil ich noch nicht die Streitaxt hatte. Das habe ich nicht vergessen, Leute, keine Angst. Bevor wir allerdings dahin gehen, Leute, würde ich wirklich sagen, ich level jetzt hier mal auf und versuche mal, ja, so auf ungefähr 300 KP zu kommen. Damit wir auch im Notfall mal den Honig benutzen können. Denn ansonsten ist es ziemliche Verschwendung, wenn wir den jetzt unter 300 KP benutzen würden. Ja, von daher würde ich sagen, ich level hier ein kleines bisschen. Weil, wie gesagt, das auch eigentlich so mit der angenehmste Punkt im gesamten Spiel ist, um zu leveln. Ja, und beende deshalb hier den Part. Und im nächsten Part geht's dann rüber und wir holen uns das Ventil. Ganz einfache Sache. Okay, bis dahin.